Ich mach das. Ich fliege. Nein, ich will nicht fliegen. Okay, dann halt nicht, dann fliege ich. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Rightlands. Ja. Genau, mit Chiara. Und wir fliegen heute mit unserer Nacht-Operation. Mit unseren Nacken. Ja, mit unseren Nacht-Operation-Klamotten fliegen wir jetzt zum letzten Einsatzort, wo wir El Emissario finden müssen. Emissario. Emissario, oh yeah. So ist so das. Kann das gehen, ne? Boah, was hat der denn da für eine Villa? Holy shit. Oh, oh, der hat schon hier vorne Punkte. Verteidigungspunkte. Alter. War mal ein eine heiße Villa. Wollen wir hinten rein? Ja, von hinten ist immer gut. Ich mag's am liebsten von hinten. Ha. Wow. Too easy for me. Komm nicht zu nah. Achtung, da sind Unidad-Patrouillen im Gebiet. Ach du Scheiße. So viel Staub auf Unidad und die Rebellen. Ach du Scheiße. Und das macht drei. Was wird das denn? Wird das heute ein totales Gerammel? Oh, wie geil. Habe ich heute Geburtstag oder was los? Oh, ich würde jetzt am liebsten aber nur ein MG rausholen. Da. Oh, wie gehen wir da jetzt rein? Was ist jetzt gerade die Frage? Hast du irgendeinen Vorschlag? Drohne fliegt. Ich guck mal noch ein bisschen rum. Was es für Eingänge hier überall gibt. Oben gibt's. Also vorne ist halt ziemlich viel los, ne? Ja. Hier oben gibt's einen Eingang. Nur die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Tango getroffen. Ist Sniper schon mal ausgeschaltet? Sehr gut. Runter, du wirst uns entdeckt. Ich glaube, wir müssen durchs Haus. Da sind aber ganz viele oben. Ah. Oh. Warte, ich scanne die nochmal. Ich hab euch vergessen zu scannen. Nee, es ist noch einer. Hier laufen zwei so miteinander rum. Oh. So, wenn. Was ist denn hinten? Da ist noch ein Unidad. Macht euch bereit. Bowman kann es kaum erwarten, sich LMSR zu knacken. Also passt auf. Da unten sind drei Leute. Bist du die jetzt erstmal holen? Ja, wir müssen die holen. Und unbedingt die Unidad vor der Tür da wegholen. Dann ist ein Helikopter mit Geschütz. Oh, hier ist noch ein vierter. Ach du Scheiße. Warte, lass weiter nach hinten gehen. Ja, kann ich auch sagen. Und sehen die uns vielleicht nicht. So, wir haben hier 1, 2, 3 in Unidad. Das sollten wir echt. Abschuss bestätigt. Sehr schön. Einer auf der rechten Seite. Der ist ja, weiter der weg. Läuft gerade weg. Kriege ich. Weil da kommt noch einer. Ach du Scheiße. Ladies and Gentlemen, El Emissario ist soeben abgetreten. Lieber tot, als ich vor seinem Großvater. Hast du ihn getötet? Ich hab nichts gemacht. Ich stehe hier nur. Komm auf mit dem Scheiß, es war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Er ist anscheinend tot. Santa Blanca greift Unidad an. Oh mein Gott, die Unidad hat irgendwas gemacht. Einfach nach oben gerannt, okay? Ich auch. Renn auch gerade einfach nur nach oben. Ziel eliminiert. Wir haben ein Problem. Kartellsoldaten kommen. Den letzten oben noch. Wie kommen wir hier hoch? Ich bin immer noch zu dem Typen. Ach, da geht's hoch. Also er hat sich selbst getötet. Getötet. Ich will auch durchsuchen. Was hast du Schönes gefunden?
Abschiedsbrief. Bowman, hier Nomad. Wir haben El Emissario gefunden. Er ist tot. Was ist passiert? Selbstmord. The Beep. FF. Hat er zweimal verfasst, dass er die Schuld für die Labore in Okoro auf sich nimmt. Konnte wohl nicht ertragen, seinen Großvater zu enttäuschen. Der Scheißkerl, wir hatten El Jajo schon im Sack. Und jetzt das. War wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie so etwas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Genau wie Sie. Oh, Video verfügbar. Oh, nice. Oh, wir haben übrigens alle Kingslayer-Akten. Nice. Nice. Wo ist das Video? Nee, erste, oder? Ah, nee, warte, wir haben... Ja, das haben wir schon gesehen, oder? Uns fehlen noch. Drei. Okay, ich war im gleichen Gebiet, glaube ich. Hä? Genau, wo ist Ach das? Ach so, denn? Ja, kann ja sein, das sind noch so andere Videos. Ja, ich brauche noch zwei Kingslayer, zwei. Drei, ja, ich habe mich da vorhin versehen irgendwie. Warte, nee, ich glaube, jetzt müssen wir noch die CKT-Übersicht. M gedrückt halten, so. Ach, M gedrückt halten? Oh, lol. Jajo und Gringa sollten also die Produktion steigern. Sie oh, die haben den umgebracht, oder was? Nee, die haben ihn auch schon ich so gefunden. Ich war wohl nicht deutlich genug gewesen. Ihr hattet sein Leben in der Hand. Und dies ist das Resultat. Ich kann das nicht mehr. Lass mich bitte gehen. Ich schwöre, dass ich niemandem etwas hiervon erzählen werde. Oh, die Arme. Du nimmst mich gar Spoiler. Nicht ernst. Nächstes Mal zeige ich dir, wie ernst ich sein kann. Oh, die Arme. Ey, jetzt sind alle weg. Alle Unidas, es lag Leute. Bestimmt am Video. Wissen wir uns hier schnell. Oh. Jetzt sammeln wir den Shit ein. So, was gibt's denn hier so Schönes? Also, wir haben hier unten richtig viel. Oh, es gibt hier noch eine Waffe. Oh, es gibt hier noch so viel. Oh, ich muss weg. Ist hier noch ein Beschuss? Mayday, Mayday, stehen unter Beschuss, bitte sofortige Unterstützung. Ich wiederhole, Mayday, Mayday. Ah, nee, war das. Nee, warte, Mayday, Mayday sagt man doch, wenn man abstürzt, oder? Ja, es kann gut sein. Verdammt. Okay, warte, jetzt möchte ich was ausprobieren. Es könnte in die Hose gehen, aber ich will gucken, ob es klappt. Gute Arbeit. Ihr Team hat Santa Blancas Stellung im Kokaingeschäft einen schweren Schlag versetzt. Und die Befreiung der Klinik und die Impfstoffe haben eine Menge Leben gerettet. Allzeit bereit. Das Kartell wird versuchen, den Umsatzausfall wettzumachen. Mag sein, aber wenn sie nicht bezahlen, kostet sie das Loyalität. So ist es. Ich melde mich wieder. Hey, da ist ein Flugzeug. Warte, auf welcher Seite bist du? Auf der, okay. Da müssen wir landen. Ich dreh rum und du schießt einfach drauf. Django ist tot. Da sind mehr Ziele für dich. Ah, ich wusste nämlich, das Flugzeug steht einfach nicht so da. Oh, überhitzt. Haben wir alle? Nee, das sind ein paar. Job erledigt. Sauber. Alles Paletti. Freigeschaltet wird. Ja. Das ist so, jetzt sind wir gerade weg. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte. Möchtest du fliegen oder soll ich? Ah, flieg du mal. Ob das zu meiner Klasse A Uniform passt? Kiri.
So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach da oben? Holy shit! Na gut, warte, jetzt muss ich erstmal gucken. Boah, sieht das geil aus. Mal meine Fertigkeit. Bei der Fertigkeit, dann kann ich uns ja mal kurz ab zum Abstürzen bringen. Oh. Neustadt wäre dann nachgefüllt. Rakete im Anflug, scheiße! Boah! Das war ja krass. Okay, sie ist doch irgendwie doch nicht geflogen. So, ich weiß gar nicht, wie die Landebahn dort oben aussieht. Ich würde das gerne mal wissen, dass ich mich schon mal auf die Landung vorbereiten kann. Boah, die sieht, holy shit, ist die klein. Okay, aber dann fliege ich nochmal kurz eine kleine Runde. Eine holprige Landung werden. Festhalten bitte. Ja. Easy. Ja, komm, die wollten das Flugzeug schon haben. Wow. Ich hab echt gerade gedacht, oh mein Gott. Es hat geklappt. Nix. Alles easy. Er steigt aber aus und lässt es dahin rollen. Hey, ja. Oh, jetzt sind wir hier. So. Mal das da oben mit der Waffe machen? Würde ich auch sagen. Da gibt es gerade zwei Sachen. Wollen wir da vorne noch den unbekannten Ort mitnehmen? Alles klar. Alles klar? Nehmen wir einen Helikopter oder? Oh. Ja. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Miau. Da oben ist der unbekannte Ort. Okay. Oh, warte, das sind Leute. Das sind Leute. Oder wie würde No Man sagen? Ich sehe eine kleine Gruppe Kentangos. Tangos. Oh, Einsatzunterstützung. Ja, die Einführung brauche ich nicht, danke. Was? Warum? Weißt du was? Kiri? Ja, bitte. Halt mal E gedrückt. E? Ja. Nee, besser ist das. Für wow, falschem, ich dreh mich, aber ist richtig krass. Falschem Absprung. Ich würd's machen. Du landest falsch. Wir sind erst noch hier vorne. Oh ja, sorry. Da sind wir gleich. Ach, ich lande einfach hier unten und ich rutsche noch ein bisschen den Berg runter und roll den Berg hoch. Was? Denk mal, was? Da gelandet, wo ich landen wollte. Ich bin im Haus mitten des Feindes gelandet. Also ach wirklich so. Im Haus. Ich bin mit dem Fallschirm in die Tür reingerutscht. In die Tür reingerutscht. Es sah wirklich sehr cool aus. Ja, ich sehe. Hätte ich gern gesehen.
Töte ihn! Das ist jetzt Quatsch. Und dann okay, im Arsch danke. Von dem einen Typen mit dem Kopf. Hä, hey, darauf stehe ich, jo. Weißt du, was. Woher willst du wissen, was Nomad so viel Fetisch hat? Okay, die Luft ist rein. Ja, ich hatte ja so ein. Ich steck gerne meinen Arsch in meinen Kopf in andere Ärsche Fetisch. Ja, gut. Ja, gut, das hast du gesagt. ich will zuerst. Edgy Badge. Tschüss. Ich. Los geht's. Irgendwann kann man es halt schon timen, wann du einfach losfahren kannst und die andere Person steigt beim Einfahren ein. Ja, nein, ich hab's nicht geschafft! Da geht noch was. Guck mal, wenn du jetzt aussteigst. Der fette Dude musste einfach weg. Ich komme. Hallo! Ich bin ja Chauffeur. Na. Wie hoch einfach stumpf sitzen bleibe. Ich muss einfach aussteigen, damit du runterfliegst. Ey, ja. Das Gewicht war einfach auf der falschen Seite. Ja, ist echt so. Verfickte Scheiße! Ja, wir schaffen das schon. Irgendwie. Muss wieder jemanden einschüchtern, ne? Wir müssen jemanden einschüchtern. Einschüchtern. Der Stunt war geil, oder? Ja. Wie kann man schon wieder... Ach ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Schlafen. Ich guck so durchs Fenster. Hallo. Will mal gucken. Hab ein Tango. Alles okay, alles okay. Wen sollten wir einschüchtern? Der pennt oben. Ah, gut. Wie der das mitgekriegt? Ja. In den Rücken. It's case. Einführung in Anbauteile. Warte. Da hinten sind. Was sie? Tango getroffen. Seht mal da, Waffenkiste. Außen hoch, das ne? Das ich schon immer. Hab ihn! Oh, Handfeuerwaffe. Warum ist der tot? Ich hab ihn gegriffen. Ich glaube, ich hab ihn gegriffen. Steht... Oh. Ich wusste nicht, dass es der war. Ich hab einen Feind gesehen. Scheiße! Mann! Ja, passiert. Warte, wir gehen einfach zu Bravo. Gibt's auch die typische Variante, einfach irgendwo hin teleportieren und dann ist das wieder verfügbar. Ah, Moment, ich muss erst noch hier Sachen einsammeln. Oje, Yankee, was macht das Kartell jetzt ohne... Ich hab... Was ist das für ein geiles Anbauteil? Für welche Waffe ist das? Oh, für die... Nee, warte, die BFF, die möchte ich jetzt mal ausprobieren. Die sind mal voll scheiße. Ich sehe einfach so lächerlich mit der aus.
Löch, Löcher, Löcher. Löcher, Löcher. Eben das Fragezeichen hier oben holen, oder? Frage ist. Ja, scheiße, die Mission ist wieder nicht, immer noch nicht da. Gut, machen wir das Fragezeichen und dann irgendwie hier diese beiden Fähigkeitspunkte. Aber davor will ich noch mal kurz was ausrüsten. Und zwar Batterien, Batterien. Waffe, was kann ich bei Waffe machen? Granatwerfer. Oh, oh, Munitionkapazität brauche ich. Ja, das brauche ich irgendwie. Okay, mehr kann ich gerade nicht machen. Okay. Ab das Motorrad. Hoppala. Ist mein Motorrad? Da. Eine Kingsley-Akte. Sehr nice. Da waren es nur noch zwei. Zwei kleine Kingsley-Akten. Dachten, sie können sich vor uns verstecken. Na, 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 na. Feindaktivität. Aufpassen. Kuckuck! Alles klar. Ich bin einfach durchgeflogen. Ich bin tot. Ja, ich seh's. Aber der Jumper einfach tot. So, hui. Als würde ich gerade so einen Köpfer versuchen. Er hat vorher einen Headshot kassiert und fällt nicht um. Alter, der hat nichts an. Was, der ist nackt? Ja, halbnackt. Oh. Aber trotzdem. Sexy Hexy. Noch ein bisschen hier ranfummeln, am Arsch, was? lol. Sauber, alles Paletti? Wo ist denn jetzt die Kingsley-Akte? Ach da. Besten Fenster überhaupt, ey. Was für ein Tag. Bei Svenio weiß man immer, wo man dran ist. Als Stufe 15. Pitbull auf Erden abhängt. So. Wenn du ihn schief ansiehst, reißt er dir vielleicht deine Scheißzunge aus, klar. Aber der Hurensohn kann seine Gefühle einfach nicht verbergen. Oh. Oh. Fähigkeitspunkte holen da drüben? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin der Pilot. Emissario entschuldigte sich ständig wegen des Produktionsvolumens und der Arbeit und so Scheiß. Svenio saß nur da und hat ihn mit seinen kalten, toten Augen angestarrt. Ich schwöre, seine Augen haben Löcher in sein Shirt gebrannt. Dann hat Svenio ein riesen Taschenmesser aus dem Jackett gezogen. Wie ein Schwert aus einem schlechten, verkackten Manga und hat diese scheiß Riesenklinge ganz vornehm auf den Tisch gelegt. Von da an hätte Emissario allem zugestimmt. Nun, er hat allem zugestimmt. Danach hat Svenio einfach sein Messer eingesteckt, ist aufgestanden und gegangen, ohne etwas zu sagen. Er ist nicht der Typ, den man seinen Eltern vorstellt, aber man kann den Kerl schon bewundern. Ich meine, seine Eier sind sicher so groß wie Kokosnüsse. Ja, bitte? Seine Eier sind sicher so groß wie Kokosnüsse. Ja. Ich denke mir so, ja gut. Schön, dass er das weiß. So. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das hast du gesagt. Der Mörser. Ah. Warte, ich will den Mörser-Dude ausschalten und den Mörser rumballern. Ging doch nicht, oder? Was?
Das ging nicht. Ah ja, stimmt. Das würde sonst zu viel Spaß machen. Ja, wenn alle Bonschen. Hast du schon mal Hustenbonschen genommen? Ja. Ich hab schon fast die Packung leer gemacht, ey. Ich mache an zwei Tagen zwei Packungen leer, auch wenn ich keinen Husten hab. Ich hab den Punkt. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Weißt du, ich geh einfach rein und. Ja, na. Ich hab vor kurzem mit ein paar Jungs geredet, zwei Kumpels, die auch das Spiel haben. Und sie haben mich gefragt, Verus, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du das Spiel eigentlich? Ich so, auf normal, warum? Sie so, ja, du rennst immer rein und tötest alle Leute. Wenn wir reinrennen, sterben wir sofort. Ich denke mir nur so, ja, ich bin halt Pro. Abschuss bestätigt. Mann, den sieht man so schlecht. Aber kommt. Oh, das war so knapp. Oh, ich habe genau zwischen die beiden Typen geschossen. Toll. Alles sauber. Alles sauber sagt und da sind auch zwei Leute, die blinken. Hast du den Punkt schon? Bitte? Hast du den Punkt schon? Nee, nee. Ich komme jetzt gerade erst runter hier. It's kind of cool. Ah, schimpf du mal. So, sind alle weg. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So, was? Ja, zum nächsten Punkt können wir eine Blitzreise machen. Oh, machen wir das. Das ist cool. Und weiter drum sind ganz viele Punkte. Hast du gesehen? Ganz viele, ich glaube, drei unbekannte Orte. Aber meine lieben Freunde, wie wir die erkunden, seht ihr in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.